Auf. Also jetzt begucken wir nochmal eben unsere neue Wohnung. Da nehme ich schon wieder 2 Stunden auf und das muss dann erstmal wieder reichen. Das kann dann heute Nacht wieder rendern. Dim, 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 dim. Wir haben tatsächlich... Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ja. Wenn sie die Sturmmäntel... Wir haben nämlich tatsächlich einigermaßen gut was geschafft, diese Aufnahme. Und warum dieser komische Baum... Oder kriegt der Blüten? Oder... Tja, da bin ich mal gespannt, ob das was wird mit dem Baum. Weil eigentlich hätte der komplett weggemusst und der neue dahin... Aber das soll nicht meine Sorge sein. Ich habe meine Pflicht dazu getan. Riesenheimer. Bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt aussieht hier. Naja. Naja. Neben Schale, Schränke haben wir noch. Oh, eine Tür. Oh. Das Alchemielabor. Oh, schade. Wenn man hier noch ein bisschen mehr machen könnte, das wäre natürlich... Bücherregal. Hier abgelegene Bücher... Abgelegte Bücher werden ins Regal gestellt. Das ist ja cool. Nein. Nein. Zurück. Ablegen. Ablegen. Kopfgeld. Zaubertrankrezept. Na toll, fallen auch einfach um. Truhe leer. Kaninchenkorn. Ah, schon cool. Mal gucken, wie es oben aussieht. Ach, jetzt hier auch mal mit einer nützlichen Feuerstelle, mit einem Kochtopf. Und hier oben, das hatten wir schon. Ah. Waffenhalter. Wenn du eine Waffenschautafel aktivierst, wird deine aktuelle ausgerüstete Waffe dort angebracht. Aha. Schränke. Oh, Beistelltisch. Da können wir... Da, wo ist die? Ach da. Da können wir... Kann ich auf jeden Fall erstmal... Oh, Eisenschild. Eisen 2 nach. So, ne, toll. Das Leben euch, Tane. Das werde ich aber wahrscheinlich offline, off-screen machen. Off-screen. Sieht ein bisschen aus wie das Batman-Zeichen, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Werde ich nämlich diese ganzen Sachen, die wir jetzt alle hier schon so ein bisschen hin und her verstaut haben, die werde ich dann vielleicht alle mal ein bisschen sortieren. Und so wie es dann auch passt, in die einzelnen Regale und Schränke einsortieren. Aber das werde ich, um euch wirklich nicht zu viel zu langweilen, offscreen machen. Aber das wird sich natürlich noch zeigen. Ehre sei mit euch, mein Tane. Jawohl, gnädige Frau. Und das ist dann euer Bett wahrscheinlich, deswegen ist es wahrscheinlich fremd. Aber ihr könnt natürlich auch bei mir schlafen. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Steh doch mal auf. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Natürlich. Naja, gut. Das soll es dann jetzt erstmal für diese Aufnahme gewesen sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Mal auch wieder mal so ein bisschen alles aussortiert habe und durchsortiert. Ansonsten bleibt es einfach alles so, wie es war. Das wird sich zeigen, je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe. Ich würde dann auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge oder bis jetzt gleich, je nachdem wie ich schneide. Tschüss. Hallöchen, da sind wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich unser Inventar erstmal schön ein bisschen hin und her sortiert. Hier habe ich erstmal diesen Zwergenhammer und Mondeisenschwert und so ein Rotz hingehängt. Da habe ich noch die Mondstahlkriegsaxt hingehangen. Und. Ich habe. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane.
Dankeschön, ich freue mich auch. So lange ist aber in Wahrheit ja noch gar nicht her, weil ich habe ja vorhin erst die Sachen einsortiert. Das Zeug hing schon da, hier habe ich jetzt nur noch, ich weiß nicht, kann ich das ja mal zeigen, ob euch das interessiert oder nicht. Ich muss natürlich leider sagen, als ich die Sachen umsortiert habe, da war es auch gerade Nacht, da wollte ich dann einmal kurz zur Mondstahlschmiede und mal eben versuchen, da ein so ein Schwertchen zu schmieden. Hat nicht ganz so geklappt, weil zwischendurch hat mich ein Drache angegriffen und tja, was sollte ich machen? So einen kann man natürlich nicht leben lassen, den musste ich natürlich totknüppeln. Hat nämlich auch noch alles in der Gegend, alles was drumrum war, angegriffen, diese ganzen Krabben und die Mammuts hat es noch angegriffen. Und da musste es halt vernichtet werden. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Seele zusätzlich. Ja, ansonsten habe ich hier halt nur Waffen und Rüstung, was wir hier sonst haben. Hier habe ich hier noch so ein bisschen schön hier Klunker. Also falls mal einer bei mir einbrechen will, die Schublade lohnt sich. Was habe ich denn hier? Ach, hier sind diese ganzen Dingens. Auch die Kopfgelddinger habe ich da mal reingeschmissen. Nein, jetzt habe ich eine Karaffe mitgenommen. Wollte ich überhaupt nicht. Hier habe ich Klamotten reingeschmissen. Und ich habe mal so gesehen, wenn wir das alles verkaufen wollen... hier habe ich gar nichts. Das war schon... Da konnte man leider nur ein orkisches Schwert. Ich wollte beide hinhängen, aber man kann irgendwie nur eins. Das weiß ich, finde ich noch ein bisschen doof. Das hätte man noch ein bisschen schöner lösen können, so wie da. Aber nein. Mist. Irgendwas wollte ich gesagt haben. Ach, ist egal. Hier habe ich die ganzen Pelz und sowas alles reingepackt. Ach so, genau. Das ist alles noch so ein bisschen buggy. Auch unten mit den Bücherregalen, das war auch ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob mich das interessiert. Da ist gar nichts mehr drin. Ach so, das habe ich alles aussortiert. Was hat sie? Ist auch leer. Ach so, das ist ja hier von Schätzeken. Obwohl mich ein bisschen wundert, dass Mäusele den ganzen Langes Tag... Langes Leben euch, Tane. Dankeschön. Aber ich finde das sehr seltsam, dass sie hier den ganzen Tag sitzt. Obwohl unten Küche etc. alles ist und eigentlich, ich denke mal, hier ihr Schlafgemach sein sollte. Und nicht, dass das unseres ist und sie darf dann hier schlafen. Aber egal. Was soll's. Hier in unserer wunderschönen Küche, das war auch alles, wie gesagt, da habe ich die Waffen hingegangen. Hier habe ich erstmal noch Bücher, die kann man hier alle einsortieren. Und wenn man hier nur... Ja, hier ist nämlich so komisch, hier kann man dann irgendwie nur so ein Regal einsortieren und die kippen natürlich auch alle um. Auch wenn das Regal voll ist. Und auch unten kann man auch jetzt, wenn ich jetzt unten anwähle, kann ich auch nicht mehr reinstellen, obwohl das komplett leer ist. Also da gibt es definitiv noch Nachbesserungsprobleme. Bedarf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier hingekriegt habe. Aber irgendwie konnte ich auf Malle das da unten aktivieren. Ich weiß nicht, wie ich es getan habe. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt interessiert, aber auch ich will es einfach mal präsentieren. Ich habe da ein bisschen Zeit drin investiert, deswegen müsst ihr das jetzt sehen. Da habe ich die ganzen Zaubertränke reingeballert. Und dieses kleine Täschchen, das ist sehr multifunktionell. Weil wenn man da mal reinguckt, was da alles so drin ist, Und vor allem, ich musste das mehrmals hin und her sortieren, weil ich mich verdrückt habe. Weil ich aus diesem Trankmischerbeutel hatte ich aus Versehen die Nierenwurzel auch reingepackt, die ich aber noch im Inventar haben möchte, falls wir einen finden, der da was mit anfangen kann. Und dann habe ich aus Versehen dann auf R gedrückt, dann hatte ich die ganze Rotze wieder bei mir drin und man kann ja nicht alles von den Zutaten da reinsortieren. Ich bin gleich fertig. Und deswegen musste man dann wieder alles einzeln hin und her sortieren und das ist mit Tastaturmaus, das ist... Es war nicht schön. Keine Ahnung, sonst gibt es hier nicht viel zu sagen, sonst habe ich nichts gemacht. Das hat auch, davon ab hat das auch mit diesem Mondstahlschwert nicht funktioniert, was ich machen wollte. Niemand weiß, wer die Himmelschmiede gebaut hat, bla 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 bla. Ach, jetzt steht so lange da. Ich werd bekloppt. Ach so, ich dachte, was macht er denn da Komisches? Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr schlüssig, was ich jetzt überhaupt machen wollte. Ich glaube, was wir immer noch nicht getan haben und was dann als erstes erstmal passieren muss, ja, den Sturmmänteln werden wir uns höchstwahrscheinlich anschließen. Das Familienschwert, Festung Walter, ich weiß gar nicht, wo das ist. Edelstein zu einem Schätzer, Badenakademie, aber das können wir nochmal aktivieren. Ach, das aktivieren wir auch nochmal. Ach, war ich jetzt doch schon bei dem einen?
Sprich, mit den Graubärten. Da werden wir auf jeden Fall als nächstes hingehen. Und... Ette? Wo ist der denn? Ach, erstmal alles aktivieren. Der Vermisste. Finde Hinweise über Thoralds Verbleib. Ach, da... Ja. Bringe das Fragment von Wutrand in deinen Besitz. Wo ist das denn? In Bruchhelmtal. Verwahrt. Ich werde es an mich bringen. Das gucken wir doch mal eben. Wo ist denn... Schwindlernest? Das ist ja noch voll weit weg. Das ist vor allem voll in die andere Richtung. Das werden wir wahrscheinlich dann nicht machen. Da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal hin, wenn wir nach Rorikstadt gehen. Irgendwas ist doch da. Ist da nicht der... Der Typ, der Oberboss von den Sturmmänteln? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ivarstadt. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ahnenschimmer, Heiligtum, da waren wir schon. Windhelm. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel. Das ist da vorne, ja. Rifton. Was ist denn in Rifton? Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Aber... Wo ist denn... Da ist Weisenfelsen. Da habe ich sogar schon irgendwas abgeschlossen. Wo ist denn... irgendwas Windhelm oder was war das? Da? Sprich mit Cicero. Ach! Ich dachte, das hätten wir schon getan. Ach, das verspäteste Begräbnis. Ach. Okay. Also das machen wir dann auf jeden Fall als allererstes. Ich dachte, das hätte ich schon getan, deswegen habe ich vorhin so geguckt. Dann töten wir den Banditenführer. Finde Hinweise über Thoralds Verbleib. Da können wir einmal nachgucken. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Scheiße, mir wächst Fell aus den Ohren. Mist, ich dachte, ich wusste gar nicht, dass man das unterm Helm sieht. Idiot. Durch seine zentrale Lage in Himmelsrand hat sich Weißlauf zum Handelsknoten der ganzen Provinz entwickelt. Guck, einer da. Mit wunderschönen Hühnchenbildern. Wo kann ich denn was über den Thorald erfahren? Da geht's irgendwo rein? Kann ich denn da nicht irgendwie mal so eine Questmarke irgendwie hinbauen? Oder ich könnte auch irgendwie nicht so da drücken? Nein. Ja, reinzoomen kann ich weiter auch nicht. Aber das ist doch... Nee, das ist doch mitten in Weißlauf drin. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olaf Einauge, der seinen Freund, den Drachen Numinex, in den Mauern... Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich umlege. Lasst sie nur kommen. Kein Thema, kannst du auch gerne mal mit mir anlegen, wenn du ein paar aufs Maul möchtest. Lalala, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Ärger überhaupt... Ärger? Oder so? Ich? Nö. Ach, guck da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben gar keine Waffe mehr ausgerüstet. Moment. Doch, kaiserlicher Bogen. Ach ja, genau, ich habe mich ja mit dem eingefetzt. Ah, dafür ist da unser Hauptschwert, das ist aus den Favoriten wieder raus. Das geht ja gar nicht. Favorite hinzufügen. Und den Nesselfluch habe ich auch nochmal in der Tasche behalten. Und wir können wieder richtig, richtig viel mitschlüren. Dank des ganzen Aussortierens. Irgendwas... Ach so, Stiefel. Ach, und aufgewertet habe ich unsere Rüstung. Wir haben von 54 auf 63 habe ich doch die Rüstung verbessert. Und. Was wir nicht alles gemacht haben. Auch zu Favoriten. Oder wohl, das brauche ich glaube ich gar nicht zu Favoriten, aber ich rüste das einfach. Nein, Kuh. Ah, so. Schwert der Himmelschmiede. So. So. Jetzt aber zum Hausklan Kampfgeborenen. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Und dann geht's mutig in das Kampfgeborenen Haus. Ladebildschirm.